So Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar zu Let's Play My Heroes One Justice. Ich bin es, Adam Simofix, und wir widmen uns nun diesem Spiel. Ja, natürlich bestätigen wir alles, was mir dieses schöne Spiel gibt. Immer her damit. Ja Leute, wir spielen hier My Hero Academia. Und das zweite Spiel, das erste Spiel kam ja auf dem DS raus und 3DS und damals nur in Japan. Und das erste Spiel, was nun auch in Europa bzw. im Westen generell erschienen ist. Wir übernehmen hier die Rolle unserer geliebten Charaktere aus dem großartigen Anime My Hero Academia und haben hier einen schönen Prügler hier vor uns. Bandai Namco bringt ja gerne Prügler raus. Unter anderem gab es ja dieses Jahr schon das Spiel zu The Seven Deadly Sins, was nicht ganz so gut war, leider. Und Bandai Namco bringt ja ehrlich gesagt sehr viele Anime-Spiele raus, die leider nicht immer die besten sind. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darauf, dieses Spiel zu spielen und einfach nochmal die Geschichte von My Hero Academia hier wieder mitzuerleben. Man muss auch sagen, das Spiel hat echt einen sehr schönen Look, der auch sehr gut zum Anime-Stil passt. Und ich bin einfach heiß drauf. My Hero Academia ist nach The Seven Deadly Sins mein Anime hier von 2018, und das heißt schon was. Wir hatten einige sehr große Animes von Steins Gate Zero über Fairy Tail, was jetzt weitergeht, Sword Art und so weiter und so fort. Und trotzdem, Leute, die dritte Staffel war so großartig. Und wir werden ja auch im Laufe des Spiels ein bisschen darüber spoilern, aber ich meine, das Spiel erzählt ja auch die Geschichte weiter. Wir sehen ja im Endeffekt schon wahrscheinlich den großen Showdown. Und ich will nun sagen, ohne viel zu schwafeln, starten wir nun mit dem neuen Story-Modus, sind gleich den größten Helden aller Zeiten, All Might, packen unseren Heldensuit aus und ja, tun uns nun hier zur Gerechtigkeit schwingen. Also Leute, los geht es mit Let's Play My Hero Academia One Justice.精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで、君を殴る。緑谷出久、上と先は彼だろう。近くもなしに来てしまって。 まるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。 世界総人口の約8割が何らかの超常能力、個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。 ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在、そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。 もう大丈夫。なぜって、私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ 彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。 宿命の対決ってやつさ、心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませ、プルスウルトラ。
Okay, dann starten wir hier mit unserem Abenteuer. Kapitel Nummer 1, seltsam, Gran Torino. Okay, wir sind hier schon ein ziemliches Stück eigentlich in der Geschichte rein. Uns wurde hier ja schon erzählt, ich meine im Endeffekt, das war ja auch die Story. Oh nein, haben wir schon gehört. Eben das hier, Midori Izuki, auch bekannt als Deku, hier die Kraft von des größten Heldens All Might erhält. Und jetzt hört es mal 2 Sekunden auf, hier zu reden im Hintergrund. Und eben hier zum größten Helden wird, Kämmer. Und wir sind jetzt eigentlich schon in der 2. Season im Endeffekt, wo er dann hier bei Gran Torino in die Schule geht. Schauen wir mal, ob er uns was beibringen kann. Let's Story! Es gibt ja sehr schöne viele Details. Einmal All Might hier, immer Sprecher und Rakaka, die hier in der Ladezeit über dort Übelkeit hat, weil sie ihr Quirk ja nicht kontrollieren kann. Übrigens, wir werden niemals Macke sagen. Quirkly. Viel cooler. Seltsam, Gran Torino erscheint. ユエ高校の一大イベント、ユエ体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。額に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所、そして、ご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても、誰だ君は、トシノリって、全然通じてない。 相当な落としとはいえ、これはやばいぞ。そもそも、トシノリって誰なんだ？僕、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトには、もう時間が残されてないから。だったら。 だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行。チュートリアル始めるぞ、受精卵小僧。すべての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義馬が。オールマイトは教育に関しては素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。 Okay, Leute, damit starten wir also mehr oder weniger hier ins Spiel rein. Wir sind hier im Training gegen Gran Torino. Wir können hüpfen, wir können jumpen. Was können wir denn noch machen? In der Luft sprinten. Oh, nice. Alter! Oh, Alter! Habt ihr gerade gesehen? Ich habe ihn gekontert. Oh, sehr Mann. Was kann ich noch? Ich kann kontern. Okay. Bam! Oh, schön die Architektur hier zerstört. So, was... Okay, Leute, also, wir sind ja im Endeffekt schon ein bisschen weiter im Spiel, muss man ja schon sagen. Im Spiel, im Anime. Was muss ich noch machen? 8 von 13, was haben wir noch offen hier? Abwehr. Bam. So. Und, besondere Macke. Genau. Nicht blockbaren Angriff. Und sind ja schon nach der Tournament-Arc, also das ich ein bisschen schade finde, weil das Sportfest war ja im Endeffekt einer der coolsten Momente hier. So, was habe ich noch? Damit muss ich ihn, glaube ich, treffen. Das ist ja echt der Kack-Attacke, Mann. Dio ist gut, aber die da. Alter, wie soll ich ihn da treffen, wenn er mal wegläuft? Jetzt hau ich ihn schon wieder weg, Mann. Jetzt komm, warte, warte. Okay. Zack. So, jetzt haben wir ihn. Das ist zwar eigentlich irgendwie dieselbe Attacke, aber egal. Was muss ich noch machen? Aufklären. Okay, lade eine Attacke auf. Okay. Okay, jetzt leuchte ich. Ich leuchte. Und. Nein! Jetzt hätte ich es nochmal drücken müssen. Ich mag Gran Torino nicht als Lehrmeister haben. Du tust mir so leid, All Might. Yosh! Yaruka! Ready? So, Fingerpistole oder was hier? So. Bam! Gran Torino, keine Chance gegen uns, Mann.
Bizarre! Was heißt denn bizarre? Er ist ein King. やるしかないんだ。思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識が違うだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ？年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。 一方、グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの師、グラントリノのもとでの職場体験の始まりだった。ヘロシディゴン、Fragestellte. Versteckte Bett in Seltsam. Gran Torino erscheint. Okay! Schöne Ohren haben wir verschaltet. Oh, Leute, wir können dickes Ohren anpassen, das ist das Wichtigste. So, normaler Modus. Im normalen Modus kannst du problemlos unterschiedliche Kombos durch mehrmalige Tasten machen. Ja. Und Manuel. Nö, ich mache normalen Modus. Easy peasy. Okay! Den Dreh rauskriegen, dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen.翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても、頭の中はワンフォーオールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけど、グラントリノの一言で思いついた。イメージは、電子レンジのたい焼き。これかもしれない。わかった！ 一部にしか伝わってなかった熱が、まんべんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。 Wie der da mit seinem Krückstock rumläuft und dann auf einmal ist er der schnellste, eigentlich ist es überhaupt nicht so cool. Okay, jetzt schauen wir mal. So. Blusi! Ultra!!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 
Wir haben eine neue schöne Maske hier rausbekommen. Sieht sehr stylisch natürlich aus. Okay, Leute, damit haben wir unsere Special Moves freigeschaltet und können hier nun weitermachen. Oh, und dann haben wir hier mehrere Charaktere, mit denen wir kämpfen. Sehr geil. Also, Leute, nun weiter mit der Kampf. Jetzt haben wir Full Cow gelernt. Damit können wir jetzt ein bisschen zumindest unseren One-for-All-Modus kontrollieren. Eben mit eben nur 5%, die immer gibt, anstatt immer 100, wo er immer dann seine ganzen Gliedmassen kaputt macht. Und schauen wir mal, ob wir jetzt ganz schön treffen können. ずっとフルカールの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで東京の渋谷へヴィラン退治に向かった時を同じくしてヴィラン連合の死柄木戸村とヒーローゴロシは飯田君のいるホス市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。 ノーム、小僧、座ってろ。何が起きた？何だ今の？この街、ホスだよな。ホスって確か飯田君の職場体験先。ヒーローゴロシが現れた街でノームが現れている。偶然にしてはできすぎだ。ということはその2つがつながっている。駆けつけた現場には 飯田君の職場体験先のヒーローがいた。でも飯田君は近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田君。 Ach, das war's jetzt. Das war jetzt nur ein Story-Kapitel. Ja, Leute, wir sind hier beginnen hier nämlich gleich damit eine der im Endeffekt coolst. Oh, Izukis Herkunft. Das schauen wir uns dann gleich an. Wir starten hier im Endeffekt auch gleich mit einer der coolsten Abschnitte im Anime, nämlich dann gleich der Kampf gegen den Heldenmörder Stain, der wahre Gerechtigkeit sucht und die falschen Helden bestraft. Ein sehr cooler Kampf, der hier auf uns zukommen wird. Und vielleicht werden wir ja auch neben Ida noch einen anderen Badass treffen. Aber dazu dann erst beim nächsten Mal mehr, denn das war es jetzt erstmal von My Rock Academia One Justice. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.